Profil Podcasts. Medienmacher Wolfgang Fellner soll Frauen sexuell belästigt haben. Das werfen ihm ehemalige Mitarbeiterinnen vor. Was hat das mit der Medienbranche zu tun? Profilautorin Elfriede Hammerl und Redakteurin Ines Holzmüller sprechen über die Vorwürfe, die Fellner allesamt abstreitet. Willkommen beim Profil-Podcast. Elfriede Hammerl, unsere Kolumnistin und Autorin, willkommen bei uns. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Und wir reden heute über Wolfgang Fellner und die Vorwürfe gegen ihn, wo es momentan 2 Verfahren gibt. Ja, wie hast du das erlebt, diese Vorwürfe? Was denkst du darüber? Hat es dich überrascht oder nicht überrascht? Und auch wie jetzt die Medien damit umgegangen sind, dass so lang niemand seinen Namen genannt hat? Ich glaube, das ist einer der springenden Punkte. Mich hat es nicht wirklich überrascht. Ich bin aber nicht eine von denen, die es immer schon gewusst haben gewesen. Ja, das ist ja das Irritierende, dass sie erzählen, es gibt ja inzwischen noch eine zweite Frau, die sich da öffentlich diesen Vorwürfen anschließt. Und beide sagen übereinstimmend, wann immer sie mit jemandem darüber geredet haben, haben sie zu hören gekriegt, naja, das wissen wir ja eh und das ist ja bekannt und erzähl uns mal was Neues. Das heißt, es haben alle geschwiegen. Auch als das schon gerichtsanhängig war, ist nicht mit dem Namen des Herrn Fellner berichtet worden, sondern es war immer ein Medienmanager und also er wurde einfach nicht namentlich genannt. Das heißt, man hat sich, also das ist schon daran, ist auch ersichtlich, dass der Mann halt offensichtlich ein sehr mächtiges Imperium aufgebaut hat, dem sich jetzt nicht nur zwei junge Redakteurinnen unterworfen haben oder unterwerfen hätten sollen, sondern es hat die ganze Branche letztlich mitgespielt. Das ist ja Hollywood, also Hollywood anno 1960 oder auch 1940 mit Sicherheit, möglicherweise auch oder eigentlich ziemlich sicher auch nur Hollywood in den letzten Jahren, aber es ist ganz furchtbar, ja. Und es sind halt Allmachtsfantasien, die heißen, durch mich kannst du was werden, alles, was du bist, bist du durch mich, ohne mich bist du nichts. Das zeigt halt auch also erst die Machtstellung, aber auch die daran geknüpften Allmachtsfantasien. Und jetzt denke ich so, Karrieren hängen schon vom Verhalten Vorgesetzter ab. Die können fördern oder bremsen, die schaffen Rahmenbedingungen, die sollten Verantwortung tragen für das Klima in der Firma. Aber dieses ich mach dich oder ich vernichte dich, das sind Ansagen von unreifen, eitlen, selbstverliebten, möchtegern Despoten. Und jetzt könnten wir uns natürlich die Frage stellen, wie viel Spielraum gibt jetzt einmal gerade die Medienbranche solchen Typen? Mhm. Und ich glaube, erstaunlich viele, leider. Wie siehst du das? Das wär eben meine nächste Frage gewesen. Eben einerseits dass eben niemand darüber berichtet hat, was natürlich auch dran lag, dass Wolfgang Fellner eben jedem offenbar mit Klage droht, der gegen ihn irgendwie aufbegehrt. Jetzt muss man sagen, gegen ihn, also für ihn, es gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, und wir sagen jetzt immer, es steht immer im Hintergrund, dass die Unschuldsvermutung gilt. Genau. Es geht nicht nur darum, dass er klagt, das ist die eine Seite, sondern es geht um dieses Leute fertig machen. Ich schreibe dich rauf, ich schreibe dich runter. Das hat er ja auch gespielt. Die Leute haben ja auch alle, sie wollten positiv vorkommen und sie wollten es vermeiden, negativ vorzukommen. Es hat auf Twitter, hat jetzt mal neulich jemand getwittert, wer sich aller zur letzten Hochzeit, da war der Fellner, glaube ich, 60, also nicht so lange her, eingefunden hat. Und das ist nicht nur die Seitenblicke-Gesellschaft, sondern das waren auch Politiker und Politikerinnen und sonst einflussreiche und seriöse Vertreter und Vertreterinnen dieser Republik. Daran sieht man schon, wie sie alle mitgespielt und gekuscht haben. Ja, und das ist sicher, wie du auch gesagt hast, eine
Eigenschaft oder ja, eine Voraussetzung in der Medienbranche. Das ist einfach dadurch, dass es so einerseits wenige Jobs gibt und man natürlich jede Chance nutzt, da irgendwie reinzukommen. Und andererseits halt jeder jeden kennt. Das heißt, du versuchst irgendwie reinzukommen und wenn du dann irgendwie in dem System bist, versuchst du natürlich nicht negativ aufzufallen. Und das ist natürlich massiver Druck auf jungen Frauen, die in dieses System kommen und natürlich auch noch nicht so wissen, wie vielleicht, was ihre Rechte sind oder was so der quasi, was ist normal, was ist übergriffig, wo auch die sich noch nicht so zu wehren wissen und die auch ökonomisch einfach, also die Katja Wagner hat es ja auch gesagt im Interview mit Corinna Mühlborn, jetzt wo sie quasi die ökonomische Grundlage hat, wo sie sich was zusammengespart hat, kann sie sich erst leisten, einfach zu sagen, okay, ich sage jetzt aus als Zeugin und wenn mich der genau. Herr Fellner verklagt, dann verklagt er mich und kann ich mir einen Anwalt leisten. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Ja, das ist es. Ich meine, es ist ja an und es gibt ja sozusagen eine Binsenweisheit im Zusammenhang mit Belästigung und Übergriffen. Das ist je größer das Machtgefälle, und darum geht es natürlich auch um ökonomische Macht, zwischen den Belästigern und den Belästigten ist, umso eher hat dieses System, kann sich so ein System etablieren. Ja? Man muss nur, mir ist noch was, in dem Zusammenhang noch was, also ein bisschen im Hals stecken geblieben. Das war diese Richterin, die in der ersten Gerichtsverhandlung gesagt hat, sinngemäß zur Raffaella Scharf, wenn Sie glauben, Sie können dort wieder moderieren, ohne, also nach dem, was vorgefallen ist, aber implizit auch, wenn Sie glauben, Sie können dort moderieren, ohne und darauf bestehen, dass also sexuelle Übergriffe nicht stattfinden, dann träumen Sie von heißen Eislutschern. Ja? Das hat ja, das zeigt ja auch, wie soll ich sagen, von einer unglaublichen Geringschätzung von Frauen, die sich halt möglicherweise ist diese Richterin überhaupt der Meinung, dass Journalisten und Journalistinnen insgesamt halbseitige Erscheinungen sind. Man weiß, dass Journalismus jetzt im allgemeinen Ansehen nicht wahnsinnig hoch steht, wobei eben nicht unterschieden wird zwischen seriösen und unseriösen Vertreterinnen und Vertretern. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man sozusagen die Unseriosität bestimmter Medien automatisch auf Leute überträgt, die dort arbeiten. Und das ist hochgradig unanständig, weil niemand muss sich so eine Behandlung gefallen lassen, auch nicht in einem Boulevardmedium, oder sollte sich die gefallen lassen müssen. Ja, und es schwingt auch so ein bisschen mit, so dieses, ja, das hat man ja quasi schon ahnen können, dass, wenn man sie dort genau. Ja. Und wenn schon quasi damit, dass das quasi eh schon klar ist, dass da irgendwie hübsche Frauen gesucht werden, also ja. Ja, quasi vielleicht auch die optische Erscheinung irgendwie ein Rechtfertigungsgrund, dass man sich sowas gefallen lassen muss. Naja, und dass man halt, wie soll ich sagen, unter Umständen auch in einem Job arbeitet, dessen Qualifikationen nicht so hoch eingestuft werden, wie die Qualifikationen, die man braucht, um innerhalb dieser Branche andere Dinge zu tun. Also wenn, das ist sicher eine landläufige Vorstellung, wenn eine so jetzt nicht ganz schwierige Sendungen moderiert, dann ist sie ein Leichtgewicht im Gegensatz zu denen, die, weiß ich nicht, eine Auslandskorrespondentin, die 5 Fremdsprachen spricht und 3 Studien absolviert hat. Ja? Jetzt ziehe ich natürlich meinen Hut vor allen höchst qualifizierten Leuten, das ist keine Frage. Und ich bin ja schon auch dafür, dass man als Konsument und Konsumentin da unterscheidet, welche Art von, welche Qualität Medien haben und was sie mir liefern. Aber Tatsache ist, dass
nichts davon rechtfertigt, dass Frauen, die deren, oder sagen wir so, deren Qualifikation auch in einem bestimmten Aussehen, in einem bestimmten Ausmaß an Selbstvermarktungstalent liegen muss, dass die deswegen als für Chefs verfügbar angesehen werden. Genau. Ja? Und diese Vorstellung, dass Frauen grundsätzlich verfügbar sind, die ist, glaube ich, etwas. Wir haben ganz heftige Seite dieser Auffassung. Das sind die Gewalt, also die Gewalttaten und Morde an Frauen. Auch das beruht auf der Vorstellung, ich kann über dich verfügen. Ja? Und jetzt ist natürlich im Hintergrund eben auch diese riesige Macht, oder, von Wolfgang Fellner und von Österreich, der ja quasi im Grunde oftmals, hat man das Gefühl, schreiben kann, was er will. Und dann kommt noch diese Dimension dazu, die man ja in einem normalen, unter Anführungszeichen, Job nicht hat, dass das Ganze eben öffentlich wird und man dann Opfer einer Kampagne wird, die einen irgendwie, so wie es jetzt ja auch ist, also heute auf der Website von Österreich, von Ö24, passiert ja genau das, dass Katja Wagner in einem Artikel großgebracht wird und was sie nicht an Wolfgang Fellner geschrieben haben soll, an Liebesbriefen. Also es passiert ja genau das, wovor die Frauen eigentlich Angst hatten davor. Naja, die müssen jetzt wirklich sehr, sehr tough sein, um das durchzustehen. Man kann nur hoffen, dass die Fellner-Medien da, dass die da querschießen und mit allen Mitteln und alle Schmutzkübel leeren. Das ist natürlich zu erwarten. Aber ich hoffe halt, dass die restliche Öffentlichkeit das schon anders sieht und dass da andere Botschaften durchdringen. Bedarf einer gewissen Unterstützung von uns allen. Wobei, ja, wie soll ich sagen, man hat ja ähnliche oder sagen wir gravierende Vorwürfe der Belästigung auch gerade beim Spiegel gehabt. Also was auch nicht sein sollte, ist, dass jetzt alle scheinheilig sagen, das ist sozusagen eine Ausnahmewelt, die Fellnersche Welt und alle anderen sind davon nicht betroffen. Also ich glaube, es sollte schon eine breitere Diskussion in Gang kommen. Mhm, absolut. Also ich glaube, dass vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber es gibt sicher viele Redaktionen, wo sich junge Frauen nicht wohlfühlen oder wo es Machtverhältnisse gibt, die nicht okay sind und die man durchaus hinterfragen sollte. Also es ist jetzt wirklich eine Chance auch eigentlich, dass die Medienbranche mal sagt, okay, wie geht es unseren jungen Mitarbeiterinnen, wie geht es unseren Praktikantinnen, Volontärinnen oder in jedem Alter natürlich. Ist die Frage, ob das passieren wird, ja. Ja, und wir könnten auch natürlich einmal uns anschauen, wie sind denn wie ist die Machtverteilung? Wer sitzt an welchen Schalthebeln? Das ist es immer noch so. Jetzt behaupte ich nie, dass Frauen bessere Menschen sind, aber es ist umgekehrt, dass weibliche Chefs von jungen Mitarbeitern sexuelle Gefälligkeiten erwarten, ist, glaube ich, ziemlich selten der Fall. Und das hängt auch damit zusammen, dass Frauen nicht sozialisiert dann in der Vorstellung, dass Männer eine verfügbare Masse sind, derer sie sich bedienen können. Also ich glaube, dass es anders ausschaut, wenn einfach die Führungspositionen nicht so eindeutig maskulin besetzt sind, wie es immer noch der Fall ist. Und wenn wir uns die Einkommensschere anschauen, das haben wir ja schon vorhin gerade besprochen, ja, solange immer der Gender Pay Gap auch in unserer Branche sehr deutlich sichtbar ist, solange haben Frauen auch die schlechteren Karten. Und was meinst du, jetzt gibt es viele, die sagen, ja, man sollte jetzt eigentlich Österreich boykottieren, also quasi die nicht mehr hingehen zu den Diskussionen,
keine Inserate mehr dort schalten. Glaubst du, das ist sinnvoll? Das glaube ich schon. Also ich denke, ich finde, dass man sehr wohl auch zeigen kann, was man von einem Medium hält. Und dass alle überleben werden, die um ihren Bekanntheitsgrad besorgt sein müssen, wenn sie sich nicht zum Herrn Fellner setzen. Ich habe diesen Fernsehsender so gut wie nie konsumiert. Und wenn ich reingeschaut habe, haben sich mir die Zehennägel aufgestellt. Aber, und ich habe nie verstanden, warum, also ich habe schon verstanden, dass alle sie letztlich dorthin setzen, weil sie natürlich alle der Meinung sind, wenn es ich nicht tue und alle anderen tun es doch, dann leiden halt meine Popularitätswerte, wie gesagt, mein Bekanntheitsgrad, dann kann ich als Politiker oder Politikerin meine Botschaften nicht rüberbringen. Aber ich denke mal, es gibt einen Grad an Unanständigkeit, da muss man nicht mitmachen. Und die Art und Weise, wie dort, also vor allem vom Fellner Senior, wie dort interviewt wird und moderiert wird, die zeigt ja schon einen fragwürdigen Umgang mit Fakten und Menschen, finde ich. Ja, und die Diskussion ist ja auch nicht, eigentlich kommt die immer wieder, zuletzt beim Terroranschlag in Wien war es dieselbe Diskussion, wo man eigentlich sogar gesagt hat, okay, große Werbekunden haben gesagt, sie werden jetzt storniert. Genau, das hat zwar nicht sehr lang gehalten, leider, wollte ich gerade sagen. Die Diskussion gab es ja schon immer wieder rund um Fellner und Österreich und Ö24. Ja, die gibt es um den Boulevard insgesamt. Die hat es um die Krone gegeben, wo der Herr Janet auf unsägliche Weise zugange ist. Ja. Das ist das große interessante Thema der Presseförderung, nämlich Presseförderung auch durch Regierungsinserate und Ähnliches. Warum wird bei uns der Boulevard dermaßen gefüttert, während Qualitätsmedien immer halb am Eingehen sind? Und es wäre ganz einfach, bei der Presseförderung bestimmte Qualitätskriterien einzuführen. Das ist ja alles kaum der Fall. Ja? Also eröffnet sich ein weites Feld und da wäre viel zu tun. Ja, und jetzt wurde ja das Verfahren, glaube ich, von Raffaella Scharf vertagt bis in den September, soweit ich es gelesen habe. Was erwartest du, wie es da weitergeht? Also rechnest du damit, dass da wirklich was rauskommt oder eher nicht? Ich hoffe es. Also ich hoffe schon, dass das nicht einfach irgendwie im Sand verläuft oder dass Gott behüt, der Fellner also quasi auf ganzer Strecke siegt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wissen kann man natürlich gar nichts. Also ich bin in Prognosen sehr, sehr vorsichtig. Ich weiß auch nicht, ob diese lange Pause dem Ganzen nützt oder schadet oder wie das dann ausschaut. Schwer zu sagen, aber es wäre an und für sich notwendig, dass sich diese Debatte nicht so ohne weiteres im Sand verläuft. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für unseren Podcast. Ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema. Vielleicht machen wir nur eine zweite Folge oder mehrere Folgen. Schauen wir mal, ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Profil Podcasts.